Hey, gehen wir rein, also ich bin der Marc, der B-Mac, und ihr seht hier, da, also das ist meine Wäsche da, aber da ist noch der Koffer, da ist die Freundin, ich bin pink und das ist nicht so meine Farbe, auf jeden Fall Ferien und so, darum gefunden machen. Vorher noch ein Video, und wir spielen wieder mal Hearthstone, das Spiel, wo ich so weltsgut bin. Es hat ein neues Add-on gegeben, also seit ich das letzte Mal gespielt habe, hat es sogar zwei gegeben. Das hat, ah nein, das letzte habe ich noch gespielt, da der Karazhan, da der Typ. Ich habe gesagt, hure sexy aus. Aber ich muss mit dem hier vorleben. Und da gibt es neue Karten und ich spiele meinen Lieblingshunter. Übrigens, riesen Shoutout noch zum Hoffmann. Der Hoffmann, Kollege von mir, spielt irgendwie seit einem halben Jahr oder so Hearthstone. Ist zweit geworden für Qualifikation in Freiburg, für da auf Dingsbums zu gehen, für Indonesien, für den World Cup von der Computerspiel. Zweit, fast wäre er auf Indonesien gegangen. Das ist ganz geil, also ich kann es, ich kann es nicht. Vielleicht spiele ich den mal gegen ihn. Ist gerade nicht online, schade. Schätzen wir da. Ich könnte übrigens so adden, 25, 38. Sollte man das jetzt online stellen? Jetzt kommen die huren Spam-Bots, die mir irgendwie schon gleich. So, ich spiele so etwas wie Jäger. Ich finde das einfach noch geil, ich finde das auch geil. Komm, da pauten wir einfach mal. Für die, die es nicht wissen, ich bin scheiße in dem, obwohl mir immer alle sagen, so schlecht bist du gar nicht. Ich finde, ich bin absolut Crap in dem Game. Haben wir das Mütterli da. Finde ich super Karte, das ist eine neue Karte, Grossmütterchen. Ist cool, gerade so ein bisschen Board Control zu haben, in so einer Situation finde ich das relativ easy. Und ich kombiniere mit der Hyäne, wobei die Kombo fast besser ist, wenn er Board Control hat, kannst du das, die Hyäne hochholen und dann noch die Hunde los und die jetten. Und jedes Mal, wenn einer steht bei Hyäne, kommt ein Böff über. Ein Böff. Ja, zwar hat er das. Er ist jetzt gleich. Komm ich mit. Brawl hat. Egal, Krieger hat Brawl, ja. Sie wollte nicht zu viel drauf tun. Du bist wahrscheinlich ein Control Warrior. Ich sehe, mein Level ist schon sehr gut. Oh shit, schau da. Ui, geile Sicht, du. Ich jage allein. Komm, scheiß drauf. Jetzt haben wir irgendetwas Geiles, gib mir etwas Gutes, gib mir etwas Gutes. Ja. Ja, okay. Gibt Schlimmeres als das. Brawl, ich weiß gar nicht, wie ein Brawl überhaupt. Ich bin so schlecht. Ich habe keine Ahnung, wenn das Brawl, wie groß das ist. Brawl. Ja. Was bringt er? Ui, Kriegsaxt. Okay. Wir sind doch cool. Wir machen den hier. Wir machen den. Und ehrlich gesagt. Ich jage allein. So, ich kann mich auch mal. Die Show geht weiter. Für mich ist natürlich echt wichtig. Mit dem hier kann ich auch viel ausrichten, theoretisch. Wenn er jetzt irgendwie gross bringen würde, würde ich die Hyäne bringen und würde so Bum Bum machen, aber. Ah, er bringt wahrscheinlich irgendetwas, wo. Ich habe wirklich vom Krieger eine Hure, keine Ahnung. Was jetzt? Es ist für mich so. Mühsamste Klasse, die ich spiele, wo ich nie spiele, ist Krieger. Und. Was ist denn das andere, wo er mühsam ist? Ah ja. Krieger. Wow, bist du ein guter Sieg. Krieger und. Schurke. Schurke bin ich absolut. Oh, da. Gehen wir doch wieder. Jage allein. Das war's. Jetzt muss er irgendeinem mal ein bisschen. Hätte nicht irgendwie so ein paar. Das ist verdammt geil, wenn er auch Nyxia oder so würde sein, dann hätte ich verdammt. Hat er auch wirklich ein Problem? Okay. Er hat wirklich ein Problem, hä? Okay. Ja gut.
Ich werde dich tun. Okay. Yeah, wir sind 16. Yeah, noch gut erhalten. Ja, so machen wir es. so von der Decke her, eben ja der Hyänenhunter, dann so ein Mediv-Hunter, Mid-Hunter, auch, schon Mid-Range gesehen. Aber der fing irgendwie, der ist so lustig zum Spielen, wo du einen Brunz kannst machen. Er ist nicht so cool, nachher habe ich einen ganz einfachen Discord-Suhexer. Ich sehe, ich spiele eigentlich relativ aggressive Decks. Außer hier der Reno Mage, den finde ich auch noch cool. Wenn wir den mal spielen, können wir spielen den mal. Das ist das Gegenteil. Warten und rauszögern, schauen, dass er alle seine Karten spielt und am Schluss Reno und wupp, wupp, wupp. Das ist mein Lieblingsdeck, obwohl ich nicht so viel gewinne mit dem. Aber wir haben jetzt schon einmal gewonnen, also mein Skill bewiesen, jetzt kann ich verlieren. Eure Seele wird mir gehören. Ja, tu mir ja. Ja, so eine Early Game ist nicht mehr so scheiße. Kombination mit dem vielleicht. Gut, doch, das ist besser. Ich bin doch zuerst dran, oder? Ja, bin ich. Dann haben wir. Nicht mal so scheiße. Okay. Muss ich warten, Wir müssen ja hier nicht mehr Stress. Das wollte ich. Das ist super. Das ist super. Schau jetzt. Da und tschüss. Jetzt kann ich mir den wegmachen und ich komme noch eine Karte rüber. Ausser, ja gut, kann ich irgendetwas holen. Aber du nimmst jetzt nicht den weg. Ah ja, okay. Ja. Ist gut für mich, ist gut für mich. Das Licht beschützt mich. Okay. Ja, doch irgendwo eine. Das ist eine nötige Karte. Der kann einfach sehr mühsam werden. Ich hätte das so und nachher hätte ich das. Keine Sorge, Darling. Okay. Ja, das kann ich machen, ist okay. Ja. Soll ich ihn mal bringen? Ich glaube, es ist mal Zeit, oder? Soll ich schon? Soll ich schon? Die andere. Es lädt halt einfach ein bisschen ein, oder? Ja komm, Dings. Jetzt kann ich nämlich mit dieser da geben. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Okay. Ich glaube, er hat schon verloren, kann man schon sagen.
Okay. Oder mit einspringen. Das Licht beschützt. Das ist wirklich so. Treibt es aus! Ich hätte hohe Freude, wenn er mal würde Dings bringen. Wenn er mal würde. Nein, der bringt nicht viel. Komm, noch einmal. Ein Spiel? Nett, dass ihr mir Gesellschaft leistet. So. Wenn ich Reno habe, ist eigentlich klar, dass ich so. Ja, es geht voll drauf natürlich. Oder? Aha. Jetzt bräuchte ich Reno. Jetzt ist jetzt genau. Ja gut, das ist schon mal geil, oder? Ich gewinne immer. Was macht er? Wenn dieser. Wenn. Jedes Mal, wenn dieser Dean Schaden hat, wird euren Helden ebenso viel Schaden zugefügt. Ja. Ich gewinne immer. Ah ja, shit, ja, noch hier John Cena. Ja, was komm ich jetzt wieder weg? Ja, aber ich habe noch meine Eisnova, oder? Ja, ja, ich habe noch meine schöne Frostnova. Das bringt nichts. Fuck you! Ja, ja. Komm. Ja, hau rein, komm. Bringt nichts. Jetzt müssen wir schnell zusammen rechnen. Uiuiui, mit 11. Wir haben 15, wir haben 21 für Lethal. Oh shit. Ja gut. Dann machen wir es. Ah ja, warte. Vielleicht haben wir noch einen Instant Boost. Machen wir den. Ja, schade. Also, wenn ich da Schaden mache, ist ja eh schon klar. Ist ja scheißegal, komm. Ich gewinne immer. Ja, jetzt mal schauen, was er bringt. Hat er etwas? Wenn er nicht ein Coin-Ding hat. Oh mein Gott, nein. Ah, er hat sich selber gekillt. Ja. Lecker, das ist scheiße knapp gewesen. Oh, Siegesschreine, Bonusstern. Oh mein Gott, ich bezahle für die Scheiße wirklich. Ich gehe gar nicht. So, das ist Hearthstone gewesen, auf verdammt hohem Niveau. Ich bin der Mark, ich bin der V-Mac. Und wenn ihr mehr so super Videos wollt, könnt ihr auch subscriben. Da wart da oben. Also ob im Gesicht da irgendwo oben ist sicherlich der Subscribe-Button. Und dann ist ein Shoutout zum Hoffmann, der da zweiter Orden ist. Geiler Sieg. Und ich werde vielleicht wenigstens 200 Jahre. Schönen Zusammenhang.